Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Waldklima-vor-Themennachmittages, herzlich willkommen zu unserem Themennachmittag unter der Überschrift Forstpflanzenzüchtung, Wälder fit machen für den Klimawandel. Mein Name ist Markus Kühling und ich habe die Ehre, Sie heute durch die Veranstaltung zu führen. Ich arbeite für die Fachagentur Nahwachsende Rohstoffe, die als Projektträger die F&E-Vorhaben des Waldklimafonds betreut. Fördern. Mit den Themennachmittagen möchten wir grundsätzlich den Wissenstransfer aus den Forschungsprojekten in die Praxis unterstützen. Und der heutige, immerhin achte Themennachmittag, wird sich uns um dem Thema Forstpflanzenzüchtung kümmern, denn die Anpassungsfähigkeit der Bäume ist natürlich im weitesten auch genetisch bedingt und festgelegt. Und wir wollen schauen, ob es die Möglichkeiten gibt, durch Forstpflanzenzüchtung diese Anpassungsfähigkeit zu verbessern. Hierzu haben wir drei wissenschaftliche Vorträge vom Thünen-Institut und von der TU Dresden vorgesehen. Und im Anschluss wollen wir dann mit drei Vertretern aus der Praxis über die Aussagen und Ideen, die aus den Forschungsprojekten kommen, diskutieren und sie einordnen. Ich wünsche uns nun eine spannende Vorträge und eine spannende Diskussion. Ich spreche heute in diesem Projekt Survivor Oaks speziell über das Teilvorhaben 1. Da geht es um Herbivorietoleranz, Testung auf Pilzerkrankung und Anlage von Plusbaumplantagen. Wir führen das Projekt aber gemeinsam mit Kollegen vom Helmholtz-Zentrum München durch. Dort wird vor allen Dingen Metabolomics gemacht und Trockenstressmarker. Das werde ich nur am Rande mit erwähnen heute. Wir alle kennen solche Bilder, Trends der Eichenschäden in Deutschland seit 1984. Und wenn wir ganz links anfangen, in den 80er Jahren hat der ein oder andere von Ihnen noch den sauren Regen wahrscheinlich mitgekriegt. Wir sehen die Folgen in den 90ern, dass wir wirklich ganz stark geschädigte Eichen haben. Aber ich muss gestehen, dieses Bild macht auch ein bisschen Hoffnung. Denn wenn wir jetzt hier von 99 auf 2000 rüber gucken, sind einige von diesen sehr dunklen Bereichen mit Schädigung über 50% in den Beständen durchaus wieder verschwunden. Und deshalb hier auch meine Fragezeichen. Also wir wissen nicht ganz genau, wo es hinführt. Definitiv gehen wir davon aus, dass auch die Eiche mit Sicherheit leiden wird im Klimawandel, aber sie eben auch eine Menge Potenzial hat. Ich möchte Ihnen das Projekt Survivor Oaks vorstellen. Wir haben hier einen Workflow und wir haben uns überlegt, dass wir uns die herbivoren Insekten angucken, dass wir uns Trockenstress angucken und dass wir uns pilzliche Parasiten angucken. Da ist es vor allen Dingen der Mehltau, den wir uns da angucken werden. Wir nehmen phänotypische Daten auf und wir untersuchen DNA-Sequenzdaten. Wir analysieren diese gemeinsam, führen die also zusammen und führen dann eine markergestützte Selektion durch. Das Ziel von dem Ganzen ist, dass wir tolerante Eichen identifizieren und vermehren wollen. Sie sehen hier ganz rechts in Blau diese sensitiven Genotypen und hier unten haben wir in Rot tolerante Genotypen. Und wenn wir diese markergestützt selektiert haben, wollen wir über Pfropfungen Samenplantagen anlegen. Für dieses Unterfangen brauchen wir selbstverständlich eine ganze Reihe an Pflanzenmaterial. Wir sind schon sehr lange mit Eichen beschäftigt. Die ersten Daten liegen bei uns tatsächlich schon aus den Jahren 2003 bis 2006 vor. Wir haben also eine Menge phänotypisierter Eichen. Die S-Eichen, sensitive Eichen, sind bei uns definiert, dass sie während Kalamitäten, und zwar mehrere Kalamitäten hintereinander, mehr als 90% Entlaubung haben. Und unsere toleranten Eichen sind definiert als kleiner oder gleich 60% Blattverlust. Das ist also sehr spannend. Das erste Mal gesehen habe ich das Ganze tatsächlich in Nordrhein-Westfalen in den 2003, 2004er Jahren, wenn man in so einen Eichenbestand geht im Mai und der kahl gefressen ist und nur noch einige wenige Eichen dastehen. Da kam dann auch die Idee her, da muss es irgendetwas geben, da müssen wir genauer hingucken. Wir sind dann weiter hingegangen und haben aus der Waldzustandserhebung
viele Daten bekommen und haben dort nochmal 58 S- und 34 T-Eichen aus vier Populationen in Nordrhein-Westfalen selektieren können. Und wir haben einen sogenannten Common-Garden-Versuch angelegt. Wir haben aus sieben Populationen innerhalb von Deutschland, Sie sehen hier auf dem mittleren Bild, sehen Sie jeweils die Erntezulassungsregisternummern. Da haben wir aus sieben Beständen innerhalb von Deutschland 700 Bäume insgesamt uns besorgt für den Common Garden Versuch und die decken fünf Klimazonen ab. Wir wollten eigentlich sieben von den acht Klimazonen, die es in Deutschland gibt. Leider konnten wir von den anderen beiden kein Material bekommen, aber mit den fünf Klimazonen und sieben Populationen sind wir auch schon ganz gut dabei. Rechts sehen Sie diese Common Garden Eichen, wo sie noch bei uns in der Gärtnerei stehen. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben uns die Herbivorie-Toleranz angeguckt, indem wir eine Gesamtgenomsequenzierung durchgeführt haben. Wir haben 36 sensitive und 36 tolerante, phänotypisch identifizierte Eichen aus Nordrhein-Westfalen sequenziert und haben dann eine genomweite Assoziationsstudie durchgeführt. Das sehen Sie hier unten in diesem Manhattan-Plot. Da werden tatsächlich diese ganzen Eichen über die SNPs, über die Chromosomen verteilt dargestellt. Und es gibt dann Schwellenwerte, über denen man dann von signifikanten SNPs spricht. SNPs heißt, dass wir Unterschiede in einem Nukleotid haben. Hier rechts habe ich das mal beispielhaft dargestellt. Sie haben hier in der Eiche 1 und der Eiche 3 ein T und in der Eiche 2 finden wir ein C. Bei diesem zweiten SNP sind Eiche 1 und 2 gleich und die Eiche 3 ist anders. Nach diesen Unterschieden suchen wir also mit dieser genomweiten Assoziationsstudie, haben dann 500 SNPs ausgewählt und mit denen weitere Eichen genotypisiert. Mit diesen genotypisierten Eichen sind wir dann hingegangen und haben eine Diskriminanzanalyse durchgeführt. In dem linken Bild sehen Sie wieder unsere sensitiven Eichen, größer 90%, in blau dargestellt. Unsere toleranten Eichen, kleiner gleich 60% Entlaubungsgrad, in den Farben rot bis grün. Und Sie können sehr schön diese zwei Cluster erkennen. Hier haben Sie die sensitiven Eichen und hier haben wir die toleranten Eichen. Wir können also anhand des Entlaubungsgrades anhand unserer 500 SNPs tatsächlich sehr schön diese differenzieren. Wir sind dann hingegangen und haben mit einem Modell, das ein Doktorand vom Helmholtz-Zentrum entwickelt hat, 22 weitere phänotypisierte Eichen anhand von 17 selektierten SNPs klassifiziert. Und das sehen Sie in dem rechten Bild. Diese blauen sind wiederum die sensitiven Eichen. Die konnten wir zu 100% exakt vorhersagen mit unserem Modell. Und bei den toleranten Eichen sehen Sie hier einen Ausreißer. Also diese Linie ist unser Schnitt zwischen tolerant und sensitiv. Wir haben eine Grauzone dazwischen, weil es natürlich auch intermediäre Eichen gibt. Und bei den toleranten Eichen haben wir eine Vorhersagegenauigkeit von 82% bisher mit diesem Modell. Wir haben alle Common-Garden-Eichen damit untersucht und sind bisher in der Lage, anhand von den Metabolit-Daten und diesen genetischen Daten 15 Common-Garden-Eichen ganz eindeutig als toleranten Eichen zu klassifizieren. Diese werden kloniert über Fropfung und werden später auf eine Fropflingsplantage gepflanzt. Außer der Gesamtgenomsequenzierung haben wir uns auch das Transkriptom angeguckt. Transkriptom heißt, das ist die Gesamtheit aller exprimierten Gene nach Fraß. Das heißt, wir haben Fraßversuche gemacht, sowohl mit einem Spezialisten, hier sehen Sie den Eichenwickler in dem linken kleinen Bild und rechts sehen Sie den Schwammspinner. Das ist ein Generalist, der frisst sich so ziemlich durch alles durch, während der Eichenwickler nur und ausschließlich Eiche frisst. Das waren also unsere beiden Insektenkandidaten, mit denen haben wir Fraßversuche gemacht und Sie sehen hier links eine Principal Component Analysis. Hier haben wir differenziert zwischen den Kontrollen, hier jetzt in Rot dargestellt, also unbefressen, und in Blau die Befressenen. Und Sie können sehen, dass wir das sehr schön diskriminieren können. Bis auf wenige Ausnahmen können wir also die Eichen, die als Kontrolle dienten und die befressen worden sind, sehr gut
unterscheiden. Rechts dargestellt sind die Gene, die wir dann entsprechend identifiziert haben. Hier unten auf der linken Seite zwischen minus 5 und 0 sehen wir die heruntergeregelten Gene. Das heißt, nach Fraß gibt es Gene, die weniger Aktivität zeigen. Und auf der rechten Seite sehen wir die hochregulierten, die also dann mehr Aktivität zeigen nach dem Fraß. Und da haben wir 603 identifizieren können, die uns tatsächlich Unterschiede zwischen den befressenden und den unbehandelten Bäumen zeigen. Und das sind unsere Kandidaten für eine generelle Herbivorietoleranz. Dann hatte ich schon erwähnt, dass wir uns mit der Mehltautoleranz auseinandergesetzt haben. Hier haben wir phänotypische Identifizierungen gemacht. Wir haben dafür alle 700 Kamengaden-Eichen verwendet und machen seit 2019 eine jährliche Bonitur. Wir haben uns einen Boniturschlüssel überlegt, bei dem wir auf den einzelnen Blättern die Stufen 1 bis 3 haben. Sie sehen hier Stufe 1, wo so ein bisschen Mehltau zu sehen ist. Stufe 2 hat man schon das Gefühl, ja, da guckt man mal eben hin und sieht schon, dass Mehltau vorhanden ist. Und bei Stufe 3 haben wir wirklich einen dichten Film an Mehltau auf den Blättern. Und unser zweiter Schlüssel ist tatsächlich der Befall der gesamten Pflanze in Prozent. Und nach diesen haben wir dann sämtliche Kamengaden-Eichen entsprechend immer bonitiert und haben dann mehltautolerante Eichen ausgewählt. Über all die Jahre, von denen ich jetzt gerade sprach, also hier enthalten sind tatsächlich die Mittelwerte von 2019 bis 2023, haben wir Mittelwerte gemacht für die Stufe und den Prozentbefall und haben dann Schwellenwerte festgelegt für unsere mehltautoleranten Eichen. Muss die Stufe kleiner als 2 sein und der gesamte Baum darf maximal 50% befallen sein oder weniger. Wir haben das Gleiche auch für die S-Eichen gemacht, um eben den Kontrast auch zu haben. Und Sie sehen hier, dass wir 68 mehltautolerante Eichen bisher identifiziert haben. Wir werden diese vermehren. Zum Teil haben wir das schon gemacht durch Fropfung und dann haben wir entsprechende Anzahl, also eine Vermehrung mehr von diesen toleranten Bäumen, um sie dann später pflanzen zu können. Ich möchte ganz kurz noch auf den Brockenstressversuch eingehen. Der ist bei uns durchgeführt worden, auch wenn die ganzen Auswertungen im Helmholtz-Zentrum gemacht werden. Wir haben 2022 in einem Folientunnel, das sehen Sie hier auf dem mittleren Bild, 578 von den Kamengaden-Eichen in einem Zufallsdesign in diesen Tunnel verbracht. Wir haben das Ganze in 2 Batches angelegt. Wir haben die Eichen nicht nur nach Mehltau bonitiert, sondern all die Jahre auch nach ihrem Austrieb. Und wir haben dann 2 Batches, die haben wir in früh- und in spätaustreibend eingeteilt. Und das, was Sie hier an Sets sehen auf dem linken Bild, ist ein kleiner Ausschnitt von den Pflanzen, an denen mehr Versuche durchgeführt wurden. Wir konnten nicht sämtliche Messungen an allen 578 Kamengaden-Eichen durchführen, deshalb diese Sets noch extra. Wir haben mit einer Woche Versatz gestartet und haben für maximal 3 Wochen kein Wasser gegeben. Hier sehen Sie nochmal den Aufbau und hier sehen Sie eine keine technische Assistentin, das war unsere studentische Hilfskraft, die gerade damit beschäftigt ist, das Wasserpotenzial im Boden zu messen. Ich hatte am Anfang gesagt, wir wollen Plusbäume auswählen. Wir haben bereits einiges an Plusbäumen ausgewählt. Wir haben für die Mehltautoleranz über die Phänotypisierung 68 Eichen ausgewählt, die Mehltautoleranz sind. Die stammen alle von den Kamengaden-Eichen. Bei der Trockentoleranz haben die Kollegen vom Helmholtz-Zentrum über die Bestimmung der Wassernutzungseffizienz bereits 67 Eichen ausgewählt. Dort werden irgendwann noch die genetischen Marker hinzukommen. Wir haben bei der Herbivorietoleranz unsere Phänotypisierung, also den Entlaubungsgrad und die Sequenzierungsdaten. Da haben wir 37 Eichen aus den Beständen aus Nordrhein-Westfalen. Und wir haben über dieses Modell, das ich vorgestellt habe, das Vorhersagemodell, haben wir 15 T-Eichen, die nach Metaboliten und nach SNPs auf jeden Fall tolerant sind. Von diesen Eichen sind sogar einige mit mehreren Toleranzen. Sie sehen hier die 2,7 und die 2,63, die bei
allen drei Kriterien tolerant sind und 13 weitere haben wir, die zwei Toleranzen jeweils zeigen. Wir haben die Kamin-Garden-Eichen 2023 gepflanzt. Wenn wir alle Bäume kontrolliert haben mit den Markern, wenn die fertig entwickelt sind, werden wir die rein sensitiven Bäume entnehmen und dann kann man das später auch als Samenplantage nutzen. Außerdem werden wir natürlich von diesen Plusbäumen entsprechend Reiser gewinnen und auch wieder Pfropfen und später eine Pfropflingsplantage anlegen. Sie sehen hier diese Kamin-Garden-Fläche. Inzwischen haben wir die Eichen nicht mehr bei uns in der Gärtnerei stehen. Die Töpfe wurden zu eng, die sind inzwischen 7 Jahre alt. Das heißt, wir mussten pflanzen und da ist uns vom Forstamt Hasewald, von den niedersächsischen Landesforsten eine Fläche zur Verfügung gestellt worden. Das ist auch wieder ein Random-Versuchsdesign in 9er-Blöcken. Die Farben stellen jeweils eine Herkunft dar. Hier sehen Sie also, das ist gezäunt. Gut einen Hektar groß und da waren wir jetzt auch schon, um einige Bonituren wieder durchzuführen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir ein Snippset entwickelt haben zur genetischen Vorhersage von toleranten und sensitiven Eichen. Wir haben die bereits auf die Kamin-Garden-Eichen angewendet. Wir haben insgesamt 170 plus Bäume mit Toleranzen für mindestens ein Merkmal, teilweise auch für mehrere, identifiziert. Davon hatten wir 2023 bereits 40 durch Pfropfung vermehrt. Ich muss dazu sagen, wir hatten kurz vor Weihnachten letztes Jahr einen Gewächshausbrand und da standen unsere gepfropften Eichen drin. Das heißt, da haben wir leider einen Totalverlust. Wir fangen also mit den Pfropfungen dieses Jahr dann erneut an. Und wir haben eine Versuchsfläche mit Kamin-Garden-Eichen angelegt. Wir werden dieses Jahr bis zu 120 Plusbäume, jeweils mit 10 bis 15 Rammels pfropfen. Weitere folgen dann 2025, sodass dass wir guter Dinge sind, dass wir die 170 Plusbäume tatsächlich auch alle vermehrt bekommen. Wir werden damit später eine Pfropflingsplantage anlegen und wir arbeiten daran, die Genotypisierungsmethode auch für Sämlinge nutzbar zu machen. Ich hatte schon erwähnt, das Team besteht aus Leuten vom Thünen-Institut, die sehen Sie hier unten, die wissenschaftlichen Mitarbeiter und vom Helmholtz-Zentrum. Und es sind natürlich noch eine ganze Menge andere Kollegen, Gärtner, technische Mitarbeiter dabei, denen hier dann auch mein Dank gilt. Und Ihnen möchte ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken.